Genau so. Verkaufen. Oh, endlich, unsere Bank. Was soll alles. Das denn werden? Sei nicht so unhöflich und frag den Mann erstmal, ob sie ihn stört, wenn du dich da hinsetzt. Entschuldigen Sie, Eure Majestät, würde es Sie stören, wenn... Zwald, geh hin und frag ihn. 5% Entschuldigung? Nicht weniger. Verzeihen Sie. Entschuldigung? Mhm. Also entweder er ist taub oder er ignoriert mich. Hallo, entschuldigen Sie? Ja, doch, ja. Mhm. Entschuldigung! Warte mal eine Sekunde. Sag mal, spinnt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich von mir, hä? Hm? Wie seid ihr eigentlich gezogen? Wollt ihr euch hinsetzen? Bitte, dann setzt euch doch einfach hin. Waren wir stehen geblieben? Ja. Verzeihung, schon besetzt. Aber für Sie schmeiße ich uns mal aus der Leitung, oder? Jo, was? Wie, du hast verkauft? Nein, nein! Tom, warum folgt Topsy der Teddy der kleinen bösen Schnecke? Weil die kleine böse Schnecke ihm seine kleinen Kekse geklaut hat. Und warum hat die kleine Schnecke seine Kekse geklaut? Weil sie die kleine böse Schnecke ist. Deswegen heißt sie ja auch kleine böse Schnecke. Und warum heißt die kleine Schnecke böse Schnecke? Weil jeder einen Namen hat. Topsy der Teddy heißt ja auch. Und zwar Topsy. Und warum heißt der Teddy Topsy? Weil sich irgendeine Napfsülze diesen dämlichen Namen für einen Teddy ausgedacht hat, den es gar nicht gibt. Das da ist ein Film. Topsy den Teddy gibt es nicht. Was? Topsy den Teddy gibt es gar nicht? Er sagt, dass es Topsy den Teddy gar nicht gibt. Kommt schon, Kinder. Es gibt ihn. Es gibt ihn. Was nun? Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Es gibt ihn. Definitiv. Sowas von. Falscher Alarm. Topsy den Teddy gibt's. Hey Nina, was geht's? Oh, Uli, jetzt hätte ich dich fast nicht erkannt. Verständlich, Puppe. Seit ich mir die Rakete auf 2 Rädern dort zugelegt habe, hat sich mein Leben komplett verändert. Wow, Uli, du siehst so anders aus, wie ein Biker, so männlich. Korrekt. Und jetzt frage ich dich, ob du Lust auf eine Mitfahrgelegenheit zur Schule hast. Kleines. Also, dass ich das mal zu dir sagen würde, aber ja, klingt spitze. Ist das ein Versprechen, Bill? Ja, ist es. Dann zieh schon mal den Helm auf. Ich bin sofort wieder da. Spring auf meine Rakete, Baby! Aber das ist ein Tandem. Du hast es versprochen. Oh, oh, dann versprech du mir wenigstens, dass du unauffällig bist. Versprochen. Voller Schub, Baby, bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Aus dem Weg, jetzt kommen wir. Na, mein Schatz, gefällt dir meine Überraschung zu unserem Hochzeitstag? Ach, gefallen. Du untertreibst, Schatz. Ich bin begeistert. Vor allem vor diesem Hummer hier. Wo sind eigentlich unsere Kinder? Ach, die sind bei Freunden. Weißt du, wir hatten doch schon so lange keine Zeit mehr für uns allein. Mm, du bist perfekt, Schatz. Schatz, ihr Gespür für passende Situationen haben unsere Kinder wirklich von dir geerbt. Ich meine, es ist ja lieb, aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir an unserem Hochzeitstag mehr so wir zwei alleine, verstehst du? Ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Liebe Kinder, also das mit der Überraschungsparty ist ganz toll. Wir sind begeistert und sehr dankbar. Aber wisst ihr, heute ist unser Hochzeitstag und seid uns deswegen nicht böse, wenn wir jetzt gleich bei dieser Polonaise mitmachen. Das ist das schönste Hochzeitstag meines Lebens. Lina, wusstest du eigentlich, dass dieser... Psst, leiser, sonst ist er gleich wieder genervt. Es geht doch nur darum, dass dieser eine... Leiser. Was? Also jetzt reicht's. Wenn man sich hier nicht in Ruhe unterhalten kann, dann sollten wir jetzt echt besser gehen. Du hast recht. Ja. Da, Tom. Entschuldigung, mein Husten, Verzeihung.
Was ist denn? Er sitzt auf meiner Jacke. Heute ist echt unser Glückstag. Na okay, zusammen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Telefonstreich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Gleich geht's weiter mit Walt Disneys 101 Dalmatiner bei Kabel 1.